Von den Schlössern Berlins ist mir das Schloss Friedrichsfelde immer noch so das Unbekannteste. Das liegt unter anderem daran, dass es sich direkt im Tierpark Friedrichsfelde befindet. Aber man kann es besichtigen und darum kümmern sich die Freunde des Hauptstadtzoos. Thomas Zeuko ist der Vorsitzende. Herr Zeuko, wie ist es, wenn ich jetzt den Tierpark besuche? Gehe ich einfach hier? Genau. Und kann dann hier das Schloss besichtigen oder muss ich mich irgendwie noch extra anmelden? Nein, also das Schloss ist im Rahmen des Tierparksbesuchs zu besichtigen, wie das Alfred-Brehm-Haus oder auch das Affenhaus, kann man das Schloss Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Sommerzeit besuchen. Wie kommt es eigentlich, ein Schloss hier mitten im Tierpark? Was hat das für eine Geschichte? Ja, 1954 hat ja Berlin sich entschieden, einen zweiten Zoo aufzubauen und der erste Tierparkdirektor Heinrich Date hatte drei Alternativen zur Auswahl: Plenterwald, Wuhlheide und Friedrichsfelde. Und er war zuerst hier im Schlosspark von Friedrichsfelde, war so begeistert, dass er sich hier entschieden hat, den Tierpark Berlin aufzubauen, der dann 1955 eröffnet wurde. Und in den ersten Jahren hatte Heinrich Date auch hier im Schloss sein Büro. Wer hat es gebaut? Also das Schloss hat eine ganz wechselvolle Geschichte. Es ist ursprünglich 1685 erbaut worden und ist dann Anfang des 18. Jahrhunderts erweitert worden, so wie Sie es heute vorfinden. Wer hat hier gewohnt? Für wen wurde das damals gebaut? Also der erste Schlossbesitzer war ein Holländer, ein Marinedirektor, der war der Marinedirektor von Brandenburg. Der große Kurfürst hat eine Marine aufgebaut, hat ihm den Ort Rosenfelde geschenkt und der hat sich hier ein Lustschloss im holländischen Stil gebaut, ist dann enteignet worden und der erste Preußenkönig Friedrich I. hat dann Rosenfelde in Friedrichsfelde umgenannt und dann haben bis Mitte des 18. Jahrhunderts hier eine Seitenlinie der Hohenzollern gelebt, unter anderem auch der jüngste Bruder von Friedrich dem Großen, dann der Herzog von Kurland, die Prinzessin von Holstein Beck. Und dann war es eine kurze Zeit auch Gefängnis. Der Sachsenkönig war hier gefangen und dann die Familie von Treskow von 1816 bis 1945. Da gibt es doch dann immer prominente Besucher. Wer war hier? Also Friedrich der Große war hier ganz oft zu Besuch und die Geschwister, auch Prinz Heinrich, der in Rheinsberg gelebt hat, dann die etwas schrullige Schwester, Prinzessin Anna Amalia, aber auch die Großfürstin von Russland, da alle russischen Zaren, die Berlin besucht haben, haben Friedrichsfelde auch besucht. Friedrichsfelde war die letzte Station vor Berlin, wenn man aus dem Osten gekommen ist. Und hat hier nochmal Station gemacht, bevor man dann weiter in die Residenz gereist ist. Und alle preußischen Könige haben Friedrichsfelde besucht, alle deutschen Kaiser, auch der letzte Kaiser war noch hier 1913. Also ja, eine ganz bewegte Geschichte. Ist das Schloss eigentlich im Krieg zerstört worden, im Zweiten Weltkrieg? Nein, überhaupt nicht. Die einzigen Bombentreffer, die es gab, waren im Park. Das Schloss selber ist gar nicht zerstört gewesen und ist dann eigentlich sehr schnell in den 60er Jahren verfallen, sollte auch abgerissen werden. Und Heinrich Date. Geplündert wahrscheinlich in den Genau, es ist 45 geplündert worden. Zuerst war die Rote Armee da. Dann kamen Flüchtlinge, also das Schloss war eigentlich leer, da 1946 und ja, dann sollte es umgebaut werden zu einer Verwaltungsschule. Daraus ist nichts geworden, weil dann 1954 der Tierpark hier sozusagen eingezogen ist. Soweit ich das weiß, gab es auch mal die Diskussion, dass vielleicht sogar überhaupt abgerissen wird, gänzlich. Genau, das Schloss sollte abgerissen werden. Der Magistrat von Ost-Berlin hatte auch schon den Abriss beschlossen. Und Professor Date hat es eigentlich wie ein Wunder geschafft, dass das Schloss nicht abgerissen wurde. Und hat sogar geschafft, dass es dann saniert wurde zu DDR-Zeiten, 1981 wieder eröffnet wurde, so wie sie es heute eigentlich auch vorfinden. Und zum Dank für diese Rettung hat er sozusagen dann hier sein Büro eröffnen dürfen. Genau, also er hat in den ersten Jahren vom Tierpark hier sein Büro zusammen mit seinem Architekten Graf Funder, das war im Erdgeschoss und hat dann aber hier selber nicht mehr das Büro gehabt in den 60er Jahren, sondern es ist dann ab den 80er Jahren als
Kulturstandort sozusagen genutzt worden. Hier gab es regelmäßig Konzerte, Lesungen und Eindrücke aus der Schlossgeschichte waren hier zu sehen. Hm. Und es war sogar mal, wahrscheinlich mehr oder weniger ungewollt, auch ein Tierheim für Zootiere. Genau, also hier haben nicht nur Menschen gelebt, sondern auch Tiere eine Zeit lang. In den ersten Tierparkjahren haben hier auf dem Konzertsaal Löwen waren hier untergebracht, provisorisch. Im Erdgeschoss Schimpansen, heute laufen hier andere Primaten durchs Haus. Und im Keller gab es provisorisch auch eine Tierklinik. Die Tiere haben alle in Käfigen gehaust, gelebt und dadurch ist das Parkett sehr beeinträchtigt gewesen, also durch die Urinschäden. Und das wurde dann in den 70er Jahren dann restauriert. Hm. Und heute, also wir sind ja jetzt hier in diesem opulenten Festsaal. Hm. Ja, heute steht hier hinter unserem Flügel, also hier finden Veranstaltungen statt. Genau, also im Schloss finden über 80 Konzerte im Jahr statt, aber auch Tanzveranstaltungen. Wir machen ganz viel historische Tanzveranstaltungen. Wir machen Rokokobälle, Maskenbälle, Königin Luise-Bälle. Königin Luise war ja auch ganz oft zu Besuch, das passt hier optimal zur Schlossgeschichte. 20er-Jahre-Abende finden statt und es ist das einzige Schloss in Berlin, wo Sie noch Ja sagen können. Also wenn Sie noch nicht verheiratet sind, können Sie hier standesamtlich noch im Schloss heiraten. Hier finden über 50 Eheschließungen im Jahr statt. Und diese Bälle, die sind eben besonders, weil man muss sich eine Robe schon dann vorher ausleihen. Ja? Man kommt hier nicht einfach so im Abendkleid, sondern im historischen Ballkleid oder im historischen 20er-Jahre-Outfit. Genau, also das ist zwingend Voraussetzung, wenn man zu den Bällen kommt, zu den Kostümveranstaltungen, dass man im Gewand der jeweiligen Zeit, also des 18. Jahrhunderts oder der 20er Jahre, kommt. Und es ist Live-Musik, es wird dann auch original so getanzt, wie man damals getanzt hat. Also wir bieten dann auch immer noch einen Workshop vor den Bällen an und dann muss man so tanzen, wie man im 18. Jahrhundert getanzt hat. Da kommt eine Tanzschule hierher oder ist sowieso auch eine Tanzschule hier? Genau, wir haben eine eigene Tanzschule, eine Tanzgruppe, die hier immer mittwochs historische Tänze lernt und wir haben aber dann zusätzlich nochmal zu den jeweiligen Bällen, also je nachdem, was das für eine Epoche ist, dann nochmal einen extra Tanzworkshop für die Ballbesucher. Herr Ziolko, die Freunde des Hauptstadtzoos, warum betreiben die dieses Schloss? Könnt ihr auch sagen, das macht der Tierpark. Aber Sie sind ja nicht direkt der Tierpark, sind ja hier nicht direkt angebunden. Genau, also wir sind juristisch selbstständig, arbeiten natürlich sehr eng mit dem Unternehmen Tierpark. Das ist ein Förderverein. Es ist der Förderverein vom Tierpark und vom Zoo. Und wir haben uns einfach dem historischen Mittelpunkt vom Tierpark verpflichtet gefühlt. Es ist so gewesen, dass 2008 das Schloss zurückübertragen wurde. Es war nach der Wende an die Stiftung Stadtmuseum übertragen worden. 2008 zurück an den Tierpark. Und damals hatten wir mit dem Tierpark vereinbart, dass wir das betreiben, den Museumsbetrieb. Das wäre personell nicht möglich gewesen für den Tierpark. Und wir machen das komplett ehrenamtlich, den Museumsbetrieb. Und wer ist eigentlich wir? Also der Förderverein. Also wer ist da alles mit dabei? Also wir haben über 40 Ehrenamtliche, die hier im Schloss arbeiten, aus allen Berufsgruppen, aus allen Altersgruppen, von jung bis alt. Und da wird der Museumsbetrieb gemacht, die Veranstaltungsbetreuung, die Eheschließung, also die Betreuung, alles wird komplett ehrenamtlich organisiert.